Hallo, 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 hier ist wieder Shogibanoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er hier ist der Daniel und ich bin Sashi und wir haben heute den 5. Februar und heute am 5. Februar. Wir haben heute den 5. Februar. Haben wir wieder ein Geburtstagskind, das ziemlich berühmt ist. Okay. Aber jetzt so von dem Namen her, den Nachnamen hätte ich gekannt, den Vornamen hätte ich nicht mehr zusammengekriegt. André Citroën. Okay. Also der Automobilkonstrukteur André Citroën. Guck mal hier, da ist eine Fliege. Jetzt pass mal auf. Wir haben hier eine Fliege im Studio. Völlig die, scheiße. Die hatten wir letztes Mal schon. Gibt's doch gar nicht. Also wahrscheinlich. Die gleiche Fliege? Nee, nee, das ist eine andere. Das ist der Stiefzwilling aus erster Ehe. Gibt's doch gar nicht. Hast du gesehen, die hat eben auf meinem Arm gesessen, ja. Die kleine Sau. Mann, oh Mann, egal. Könnt ihr jetzt ein Video, könnt ihr es zurückspulen? Könnt ihr gucken, zack, dass hier eine Fliege gesessen hat. Schreibt mal in die Kommentare, was man dagegen machen kann. Ja, wahrscheinlich. Waschen. Ja, waschen, genau. André Citroën ist 1878 geboren, am 5. Februar, ist der Automobilkonstrukteur und hat die Marke gegründet Citroën 1919 und hat das legendäre Modell Traction Avant, Vorderradantrieb, okay. Ja, 1934 auf den Markt gebracht und für mich legendär 2CV oder auch DS, Staatskarosse früher in Frankreich. Aber der hat ja, der Michelin hat ja das Ding als, aufgezogen. Also er selbst hat es ja nicht mehr gemacht. Okay. Ja, Michelin, er musste ja 1934, hatte, also 34 haben das legendäre Modell Traction Avant auf den Markt. Und im gleichen Jahr musste er wegen finanzieller Schwierigkeiten das Ganze an Michelin verkaufen, das Ding. Was du so alles weißt. Ja, das ist doch mein Rechner hier. Ja, das ist der 5. Februar. Am 5. Februar haben wir aber noch was anderes. Ja, und zwar am 5. Februar die römische Stadt Pompeji und Herkulaneum wurde am Fuß des Vesuvs durch ein Riesenerdbeben erheblich beschädigt. Das hat aber richtig geschüttelt, würde ich sagen. Ja, hat's richtig geschüttelt. Das kennt man ja, also das ist ja, Pompeji ist ja so diese Sage. Genau. 62 war das gewesen, also schon über, oh, wie lange das her ist. Ja, am 5. Februar. Mhm. 5. Februar 62. Nach Christi Geburt. Kann man sich mal so in den Kalender reinritzen. Ja. Ja. Aber wir haben jetzt wieder einen Fakt des Tages. Schön mitgemacht. Ja, Fakt des Tages ist, der größte Kürbis der Welt wog 1054 Kilogramm und hat einen Umfang von 5,72 Meter. Ich war so geschockt eben, dass ich gar nicht mitmachen konnte. Das war der Knaller. 5,72 Meter. Unglaublich. So ein Fußballtor, weißt du, wie breit das ist? Ich glaube 4 Meter. Ne, 5,95 Meter, glaube ich. Bin ich ganz sicher. Ja, also fast so breit wie ein Fußballtor. Ja, ich weiß nicht, wie hoch es war, aber der Umfang war auf jeden Fall. Nee, der Umfang. Moment, stimmt. Ah, falsch. Der Umfang ist ja nicht die Breite. Also ja nicht der Radius. Nicht der Durchmesser. Verstehst du? Jetzt ist die Frage. Der Umfang ist 2 πr. Schlau, ne? U gleich 2 πr. Jetzt musst du. D gleich U mal pi. Ich rechne das mal live aus. Angenommen, der wäre jetzt, wenn wir mal Klugscheißer machen, der wäre jetzt rund, ja? Mhm. Bedeutet der 5 das Meter... Das ist unerheblich, ob der rund war oder nicht. Der Umfang ist der Umfang. Du weißt ja gar nicht, wo ich hin will. Also, ich will ja zum Durchmesser. Ja. Genau, also 5,72 Meter ist der Umfang, 2 πr ist die Formel für den Umfang, bedeutet geteilt durch 3,14, das ist ja Pi, ja? Und geteilt, nicht mal, geteilt durch 3,14 ist gleich 1,82 Meter der Durchmesser. Das erscheint mir schon realistisch. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. 5,72 Meter. Ne, ist Umfang. Ja. Genau. 1,82 Meter, das ist hier so ungefähr so groß, wie wir sind. Ja. So. Und das Ganze wiegt dann 1054 Kilo. Da habe ich noch Potenzial. Kann das hinhauen? Doch, Logo. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir richtig liegen. 100 Euro. Braucht ihr gar nicht rein. Schreibt mal, schickt uns mal ein Like, abonniert mal den Channel und so geht's weiter. Richtig, genau. Das war der 5. Februar. Wir sehen uns morgen am 6. Februar. Cheerio, Miss Sophie.